Hallöchen, es ist wieder Freitag, da sind wir wieder beim neuen First Look und wie man sieht, aber nicht hört, warum auch immer, weil ich glaube, gibt gar keinen Sound, wir spielen Dethroned und es lädt. Ja, wir loggen uns natürlich bei Steam ein, das Ganze ist wie üblich bei Steam für umsonst herunterladbar und soll ein RTS sein, sah mir sehr nach Tower Defense aus. Ich habe noch keine Ahnung. Dethroned Message of the Day. Das ist schön so. Was haben wir denn jetzt hier? Ich habe auch noch nicht so richtig reingeguckt. 32 Leute sind online, das ist erstmal egal. Musik? Wieso gibt es hier keine Musik? Warte mal. Musik ist aber... Also man hört auf jeden Fall Geräusche. Es scheint wohl keine Musik zu geben. Hier unten ist mein Rang. Ich habe quasi nichts... Und überhaupt nichts. Nehmen wir auf Items. Ich habe keine Ahnung, wie man spielt. Von daher, vielleicht sollte ich Stinkpad. Sehr witzig. Heroes. Es ist ein Bär. Mit einer Ente. Okay, die haben verschiedene Fähigkeiten. Was ist das hier? Die sehen auch cool aus. Also, die haben jetzt zwar keine Augen aus irgendwelchen Gründen, aber den Grafikstil mag ich irgendwie. Der hier ist aber geil. Unlock now. Unlocks at Level 5, okay. Wahrscheinlich habe nur die beiden. Gehen wir mal in den Shop. So und so viele Tokens. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Ich mache jetzt einfach mal Play. So, Play a Game. Create Lobby Practice. Gegen AI. Tutorial. So, Tutorial hört sich gut an, weil wir wissen nicht, worum es eigentlich geht. Dann wollen wir doch mal die Chance nutzen und das Tutorial zocken. Also, Grafikstil gefällt mir gut bisher. New Player, greetings, new player. Oh, aber so gut gefällt er mir vielleicht doch nicht. Welcome to Dethroned, I'm here to guide you. I am the king of all things. Ich bin der king of all things. Observe your battlefield. Okay, mit WASD. Oder mit der mittleren Maustaste kann ich hier mich umgucken. Diese Karte könnte all dein sein. Ich muss aber rausfinden, wie ich sie erobern kann. Weil, ja, mitkämpfen natürlich. Attacking Forces and Defenses. Also es hört sich sehr nach Tower Defense an. Capture Strategic Points. Ja, Punkte übernehmen. Dethroning, also den Gegner entthronen. Deswegen heißt das Spiel Dethrone. Ne? So, das ist mein Thron. Und da ist mein König und der guckt sich alles an und macht, was er will. Und da ist mein Held. Das ist mein... Okay, das ist der wichtigste überhaupt. Der ist loyal, immer zu mir grundsätzlich. Und ich kann ihm sagen, er soll machen oder auch nicht machen. So, click on the ground to give the order. Try it a couple of times. Okay, er kann sich bewegen. Move your... The more your hero dies, the more time it takes for a respawn. Needless sacrifice then should be avoided. Ja, das ist klar. Ich bin ein Armorbär. Ich bin so von einem Armorbär. Guck dich den mal an. Kann man reinzoomen? Jawohl. Hier. Guck dich den mal an. Wartet. Komm her. Komm her, Armorbär. So. Guck dich den mal an, wie geil der aussieht. Ich bin der Armorbär. So, große Krieger. Ja, many different type of heroes. Klar, 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 klar. Das ist mein Gold. Natürlich. Damit kann ich alles kaufen. Und da ist eine Goldmine. Bis die voll ist. Und dann kann ich wahrscheinlich draufklicken. Natürlich. Rechtsklick. Dann ist sie wieder leer. Und dann füllt sie sich aber von alleine wieder auf, bis sie auf 100 ist. No boundary. Okay. Man sollte nicht so viel davon aufsparen. Und ich... Es gibt verschiedene Gebäude. Manche offensiv, manche defensiv. Und dies gibt's in den Building Slots. Das sind diese kleinen Dinger hier. Ich muss eine Garrison, das ist eine Kaserne. Da muss ich auf den Building Slot. Und dann kann ich... Nee, das ist eine Kaserne. Garrison ist hier so eine kleine Festung. Da kann ich draufklicken. Und dann wird das Ding da gebaut. Das... Ah, da kommt ein Arbeiter. Und das ist schon fertig. Das ging schnell. Ja, okay. Und der bekommt XP fürs Bauen. Dann kann er es später. Train Defense Unit to protect your land for incoming battle. Rebel. Also die hier. One happens to die, another will shortly take its place.
Okay, dann brauchen wir eine Baracke, also eine Kaserne, die bauen wir auch mal. Klock, 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 klock. Aber kein Problem. Attacking units must be separately purchased from the barracks. Okay, die muss ich einzeln kaufen, die Defensivleute, die kommen von alleine. Das heißt, ich kann jetzt hier, wie viele muss ich davon? 1, 2, 3, so. You can choose the building menu by clicking somewhere else. Erst klar. Dann kann ich upgraden natürlich, das versteht sich von alleine. Upgrade für 100. Perfekt, dann kann der 150 einsammeln. Und those to build new kinds of buildings. Den Thron kann man natürlich auch upgraden, das versteht sich von alleine. Time to move the big picture. Do the big picture. Kann ich den dann schon upgraden? Not enough gold. Was mit dem Ding? Upgrade 200. Machen wir einfach mal. Oh, das dauert aber lang. Ist mir aber egal. Not enough gold. Was soll's? Okay. Gewinnen und verlieren tut man in dem Victory Tickets. Something called both you and enemy. Okay, man hat 400 Stück. 400 Punkte. Wenn jemand meinen Thron erreicht, verliere ich 10. Okay. Alle 60 Sekunden gibt es eine neue Welle. Okay, ich verstehe. Observe your units. Ist ein bisschen wie die Tower Defense Fun Maps, die man früher in Warcraft 3 hatte. Die man, vielleicht haben die sich nicht davon abgeguckt, wo man dann immer einen Helden hatte. Was so eine Mischung aus Tower Defense und Dota. Da gab es zwischendurch dann so welche, wo man auch Helden auf der Lane hatte. Okay, die kommen natürlich jetzt. Ja. Okay. Observe your units. Achso, die sind hier. Laufen und laufen und laufen und laufen und laufen und laufen. Warum laufen die hierher? Weiß auch kein Mensch. Was ist das für ein Ding? Kann ja auch kein Mensch verstehen. Bring down the opponent's tickets. So, der dürfte jetzt gleich nur noch 370 haben. Klick. Klick. Und klick. Perfekt. Victory tickets can also be reduced by controlling the majority of victory points on the map. Das sind diese Dinger hier, diese, ja, 1, 2, 3, 4 Stück. Victory Points can be captured by moving near them. Wahrscheinlich mit einem Helden, ne? Und Goldminen, natürlich, das ist klar. By moving your hero. Da laufe ich doch mal hin. Speed up. Hätte man aber auch mal schöner machen können, die Zahlen hier. 3, 2, 1, badaboom. Hier laufe ich auch mal direkt hin. Okay, jetzt nehmen die automatisch ab und je mehr ich eingenommen habe von den Dingern, desto mehr. Okay, ich verstehe. More about your hero. Armor bears are great fighters. Many special abilities. Duck friend. Was man natürlich mal tun könnte, wären. Oh, ich habe nicht genug Gold. Schade. Aber upgrade. Geupgradet habe ich die in der Open Slots. Man kann nicht die, für was kann ich die kaufen? Ist auch kein Mensch? Ja, erzähl mir jetzt nichts. Ich will hier mal gucken. Rally. Okay, dann kann ich den woanders hinbringen. Der hat aber schon einen Stern, das ist geil. Und da muss ich den Thron für. Da brauche ich aber 400 für. Und 400 habe ich nicht. Jetzt habe ich schon wieder 200. Sieht schon besser aus. So. Was kann denn unser Held? Ich glaube, der macht eh nicht mehr so lange mit, aber ist egal. Ich kann ja schon mal hier hinlaufen. So, Armor Bears, Great Fighters. You can use many special abilities. Zum Beispiel das hier. Ja! Nice. Hallo, Held? Komm, lauf mal hier hin. Okay, das verbraucht Mana. Das hat er hier unten. Da ist meine Mana-Bar. Hier sind wahrscheinlich Mana-Dinger. Damage up. Nice. So, und ich kann jetzt hier nochmal. Guck mal, ich kann hier nochmal draufklicken. Und. Yeah! Nice! Mana slowly regenerate. Move your hero to your throne. Okay. Abilities are used in different ways. Some are instantly, others are targeted. Bla 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 bla. Das hier ist Enraged. Da habe ich wahrscheinlich nur. Oh, das hat aber jetzt eine Menge Mana verbraucht. Reach deep into yourself for healing. Ah, da kann ich mich selber heilen. Und das ist mein Entenfreund. Wo auch immer der gut ist.
So, the first ability. Okay, der erklärt mir die noch. Toll. Hätte ich mal eher gewusst. Use the first click ability. Okay, oder 1. Dann kann man die zählen. 2 bis 4, ja, ja. Beware, a pack of enemy grunts has appeared near victory point. Right click an enemy. Machen wir doch glatt. Oh, es geht ja schnell. Meine Ente macht das alles schon. Defeat all the enemies. Und, okay, die Helden können hochleveln. Das habe ich mir fast gedacht. Dann kann ich eine Fähigkeit hochsetzen. Alles klar, die gehen bis zu 4, 8, 12, 9, 16 Level. Und da sind meine Items gebildet. Auch noch, meine Güte. A match to customize your build. Different items come to play in different levels. For instance, Level 2. When your hero reaches Level 2. Okay. A pack of new items with token earned by playing games. Das macht Sinn. You are ready. An enemy hero has appeared. Ich laufe mal eben weg. Oh, es ist der Sniper. Warum flüchte ich eigentlich gerade? Kannst du mir verraten? It's up to no good. Defeat the opponent with everything you have learned. I have learned so many. So many great things. Oh, ich sterbe. Oder auch nicht. Achso, Punkte sind abgelaufen. Vorher schon. Ha! Bevor ich ihn töten konnte. Das ist natürlich jetzt nicht gut. Das Ding ist, okay. Ja, da muss ich wohl raus. Das war jetzt irgendwie doof. Hätte ich mal das nicht gemacht. 9 Minuten 36 Sekunden. Irgendwie habe ich, glaube ich, jetzt das Tutorial abgebrochen. Kann das sein? Dadurch? Das wollte ich gar nicht. Wann werde ich hässlicher Glubberfisch? Wann werde ich hässlicher Glubberfisch? Ich habe keine Ahnung. Okay, aber jetzt verstehe ich auch, wofür die Dinger gut sind. Und verstehe auch, wofür die Dinger gut sind. Okay, 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 okay. Das sind die Heroes. Geht doch mal in den Shop. Das kann man da kaufen. 1500 Tokens. Ich habe 1800. 1x4, das kostet alles gleiche. Ich kaufe das einfach mal. 1x4 Items für 1500. Und da drin sind... Yay! Hourglass of Resolve. Attack Speed 0,5. Und... Bottle of Content. Und... Das ist total witzig, dass man das schneiden muss. Ein Feeble Blade. Mit Stern 1. Level 2, glaube ich. Das sieht gut aus, aber man kann irgendwie... Item Inventory? Ich habe jetzt noch... Warte mal, Heroes? Unlock Now. Processing. Es muss hier doch ein Microtransaction-Menü geben. Okay, das Ding würde... Ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann, aber das Ding würde jetzt 2 Euro kosten. Aber das kaufen wir natürlich nicht. Wir benutzen hier unseren Feeble Blade. 1, 1, 1, 1, 1, Level. Wofür kann ich das einsetzen? Hier zum Beispiel mal hin. Ich mach das jetzt einfach mal. Ich guck mal, was dabei so rauskommt. Das ist Cap of Cons. Ach so, das ist dann plus 10 Damage, minus 75 Hit Points, Mana Regeneration. Generation, Gold Generation, Armor, Damage. Machen wir das mal. Das hört sich gut an. So, ich hoffe mal, das ist jetzt funktioniert so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das müsste aber eigentlich so gehen, wenn ich das richtig sehe. Oh. Rang 2. Da steht aber 19. Was ist das? 19. 4, das hört sich schon besser an. Ich bin mir nicht so sicher, was das hier sein soll. Heroes. Fire Engineer. Ich fürchte, ich habe am Anfang nur den Armor Bear oder den Alchemist. Aber ich kann ja nochmal eine Runde spielen. Ich mache nochmal eine Runde gegen die AI. AI Settings. Easy. Joa. Medium Hard, dann nehmen wir aber mal Stone Elemental, komm, nehmen wir mal den, den fand ich irgendwie cool. Ich nehme natürlich den hier, weil ich keinen anderen habe und nehme die Map Random. Single Lane Map, nö, ach komm, wir nehmen mal hier die, nein, die Haunted Mines und dann machen wir mal Ready, weil das ist eh ein Bot Match. Ein Bot Game, ein Bot Game, ein Bot Game.
Also bisher stelle ich mir das schon ganz cool vor gerade. Geht's direkt los? Es geht direkt los. Dann bauen wir mal eben eine Garrison. Die kommt da hin. Und hier... Nein, scheiße. Im echten Spiel dauert das aber ganz schön viel länger. Da ist die Goldmine. Die sollte ich vielleicht mal einnehmen. Hat der Gegner auch schon getan. Scheiße, hätte ich mal zuerst machen sollen. Mist. Ist schlauer als ich. Speed Potion. Oh, wo? Wo ist die Speed Potion? Scheiße, keine Ahnung, wo die ist. Wird gar nicht angezeigt. Hier ist Verteidigung. Habe ich jetzt mittlerweile mal genug Gold? Nein, habe ich natürlich nicht. Das Ding wird jetzt auch übernommen. Noch führt er. So, jetzt ist wieder Gleichstand. Victory Point. Wave incoming. Ich weiß nur nicht über welche Lane. Sollte aber kein Problem sein und ich brauche dringend Gold. So, das heißt, ich kann jetzt, glaube ich... Ja, ich bin 200, scheiße. Ich brauche 200! Ich brauche 200! Wo kommt die? Kommen die Gegner? Was ist mit den Items hier? Ach, das habe ich automatisch, ne? Mana Potion. Wo sind die Gegner denn? Sollte jetzt nicht eine Welle an Gegnern kommen? Eigentlich? So, ich habe 200. Dann bauen wir mal... Ach, die brauche ich gar nicht da hinten bauen. Oder? Dann machen wir mal die... Die machen wir hier hin, die Baracken. Komm, bau mal bitte. Damit ich mal ein bisschen Geld ausgeben kann. Und ich nutze mal den Typen hier. Und lauf mal da vorne hin und guck mal... Oh, da ist er. Oh, da war er. Hab dann gesehen. Da ist der Stone Elemental. Hüa! Enrage! Los, hau ihn um! Yes! Ich töte ihn! Ich schaff's! Enrage ist vorbei, ist egal. So, hi. Bam! Nice! Das hat gut funktioniert. Okay, ich verstehe so langsam, wie das Spiel funktioniert. Damage up. Sehr gut. 100 von 100. Upgrade. Hier kann ich kaufen, da habe ich aber nicht genug Gold für. Hier kann ich kaufen, habe da aber nicht genug Gold für. Okay, der übernimmt schon wieder, wie man sieht. Dann kann ich jetzt aber hier hinrennen. Oh, und ich hatte ein Level up. Nehme natürlich mein... was ist das denn? Los, Ente! Ja, das sind Gebäude, ne? Scheiße. Kann ich hier hin? Okay, perfekt. 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1, meins. Ja. Gilt das für alle? Nee, das gilt für die. Enrage! Ja. Oh, das hat nicht funktioniert. Wo ist mein Duck Friend? Oh oh. Gut, dass ich mich heilen kann. Mwahaha. Und ich kann Enrage machen. Nice. Ist voll drauf hier. Ich kann das halt einfach, ne? Oh, was kommt denn da? Ich hau mal eben ab. Money, jede Menge Money. Und ich muss mal dringend meinen... Was kann ich hier eigentlich noch bauen? Nicht genug Geld. Ich könnte mal ein paar Axt... Die kosten 100. Boah, was? Das kostet 200. Das machen wir mal. Und ich kaufe einfach mal ein... Achso, die kommen ja immer wieder. Okay, genau. Ich verstehe. Oh, ich sollte mich heilen. Oh, ich habe einen Victory Point verloren. Scheiße, die haben alles verloren da hinten. Crap. Aber kein... Ich kann doch nichts machen, wenn ich keine Health habe. Aber immerhin habe ich mittlerweile verstanden, wie das Spiel funktioniert. Das ist schon mal viel wert. Zack, 104. Zack. Ein Axtmann.
noch einen Punkt von denen ein. Sind wir so arschig? Oh ne, würde ich mal sagen. Wir sind so arschig. Was ist das für ein Gebäude, ey? Kranke Shit. Ist der Hero von denen? No one knows. Und ich komme an dem Ding nicht vorbei, scheiße. Mann, ey! Oh, der ist da hinten bei mir. Der ist bei mir. Was? Deny? Was für ein Deny? Ha! Aber der stirbt, weil er es verkackt hat. Sehr gut, er hat es verkackt. Ist das ein Vogel? Ein Vögelchen, ein Vögelchen. Oh, das ist das Ding schon wieder übernommen. Scheiße. Aber ich verstehe, wie es funktioniert jetzt mittlerweile. Und hier brauche ich 320 für. Das Ding kann ich aber upgraden. Und hier brauche ich ein Thron-Upgrade für. Ach, hier ist nochmal ein... Ach, hier ist auch nochmal eine Goldmine, ich Idiot. Die habe ich gar nicht gesehen. Scheiße, ich bin ein Depp. Wie viel Gold ich jetzt habe, ey. Meine Fresse. So, 400 kostet das. Ich hatte Gold, würde ich dabei sagen. Das Ding hier upgraded, da habe ich natürlich dann keins mehr. Nochmal, dass ich den einen oder anderen Punkt vielleicht von ihm klauen kann. Mein Entenfreund, höher! Irgendwie ist hier das Ding verbuggt gerade. So, jetzt aber. Oh, ich sollte mich heilen. Scheiße. Schwert, Charge. Oh, boah, das war knapp. Das war ganz schön knapp, ey. Eieiei, war das knapp. Der wird besser, der Junge, der wird besser. Hilft nur. Ah, ich brauche keine 400. Kann ich noch was upgraden? Ein Hunter und ein Schaman. Geil. Ein Heiler mit fragwürdigen, aber effektiven Methoden. 120 kosten die. Dann nehme ich mal zwei von mit. Freuen die sich in der nächsten Welle. Und jetzt brauche ich für alles andere eigentlich Thron-Upgrades. Wenn ich das richtig sehe, ich brauche für alles Thron-Upgrades. Heißt, ich muss irgendwie auf 140 kommen. Weil ich kann sonst auch... Ich könnte noch eine zweite Garrison bauen, aber die sind ja nur Verteidigung. Da könnte ich hier so eine Dreier-Verteidigungslinie bauen. Und ich muss mal dringend da drüben hin. War das jetzt ein Damage Boost oder was war das? Als wenn er eine Chance gegen mich hätte. Ich nehme den voll auseinander. Viel zu leicht, viel zu leicht. So, jetzt haben wir keine 400, scheiße. Jetzt haben wir 400 und dann machen wir mal ein Thron-Upgrade. Das dauert wahrscheinlich 1000 Jahre. Aber wenn ich das richtig sehe, kommen die durch? Kommen die durch? Ja, die kommen durch. Perfekt. Oh, der Held ist wieder da. Gold. Gold. Ich muss mal da hinten hin eben. Die sind hier voll am Verteidigen. Die sind auch dran, aber das Teil muss... Oh, das dauert ja ewig. Das hinkriegen. Schnell ist der wahrscheinlich nicht hier, weil er auch mit den Wellen beschäftigt ist. Zack. More gold for me. Es wird ein jähes, schnelles Ende nehmen. Upsala. Entenfreund. Ja. Wo ist mein Entenfreund? Oh, ich halte aber echt nicht so viel aus, wenn ich mich nicht heilen würde. Nice. Plus Last Hit. Immer das Ding auch noch ein und dann haben wir eigentlich schon so gut wie gewonnen. Wir können das Gebäude auch kaputt machen eigentlich. Aber das ist mir zu heikel. Oh yeah. Ich habe fast keine Leben mehr. Upgrade. 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 Beziehungsweise Aufbau.
Ja, da reicht, wenn ich jetzt zugucke eigentlich. Haha, nochmal Geld rausgeholt. Mist. Schade, mehr geworden. 400 kostet das nächste Upgrade. Kann ich die jetzt auch nochmal upgraden? Sauber. Held, komm zurück. Komm zurück, Held. Ja. Ja, der hat da keine Chance gegen mich. Ich bin viel zu hoch. Ich kann quasi gar nicht verlieren. Komm, wir machen dem mal ein Ende hier. Oh, was macht der noch? Nee. Das geht ja so schnell. Alter, Fähne geht das schnell. Oh, ich hasse, ich habe zu lange gewartet. Verdammt, ich habe zu lange gewartet. Zack, Upgrade. Eigentlich brauche ich nur noch hinten stehen und Geld sammeln, ne? Wenn man so will. Warum sind hier noch so Dinger? Das ist auch kein Mensch. Bleibt ja noch 119. 15 Sekunden bis zur nächsten Welle. Dann gehe ich mal mit, würde ich sagen. Bis dahin ist das Ding auch fertig. Ah, das schafft. Ah, das reicht aber nicht mehr. Scheiße, oder? Ah, nicht genug Gold. Ärgerlich. Hat noch gereicht? Hat nicht gereicht. Ja, ich mach dich alle. Alle helfen mit, inklusive meiner Ente. Zack, und er ist tot. Muahaha. Wow, das Haupthaus greift mir an. Ich sterbe gerade. Ich sterbe gerade voll. Nee, doch nicht, das Ding ist tot. Ha, geil. Oh, er ist wieder da. Er ist wieder da, er ist wieder da. Was ist das hier für ein Ding? Kann man hier rein? Was so viel bringt, das bringt mir das jetzt, wenn ich da oben drauf kann. Das ist ja total unnütz. So, keine Slots mehr auf und keines. Doch, hier sind noch Slots auf. Aber kein Geld. Aber ich glaube, das hat sich auch erledigt, wenn ich das mal so sehe. Das Gebäude ist fast tot. Nehmen wir das mal auseinander. Zack. Level up. Endfreund. Gack, 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 gack. Guck mal, ich kann zugucken. Ah, ich hab schon gewonnen. Okay, jetzt haben wir rausgefunden, wie das Spiel funktioniert. Victory! Da hauen wir doch mal ab. Was haben wir denn hier? Level 7 zu 0. Wie kann denn 9 mal sterben, wenn ich nur 7 mal kill? Achso, die Mannequin haben den gekillt. 6 Captures, der hatte mehr, aber ich hab ein bisschen mehr Gold und hab deutlich mehr Damage gemacht. Ging aber recht schnell. Werde ich jetzt Blubberfisch? Aber ich habe viel weniger XP bekommen als beim letzten Mal. Und keine Diamanten. Und kann ich hier nicht... Ich wüsste gerne, was danach kommt. Juan Santos. Ich bin doch schon drin. Alter, Leute. Immer mit der Ruhe hier. Immer mit der Ruhe. So, play a game. Matchmaking Games, One-on-One. Custom. Was ist denn aber mit einer 2-on-2 Karte? 4 gegen 4. 2 gegen 2. Kann ich so Matchmaking? Ach so, schade. Matchmaking ist immer nur einer gegen einen. Average Time. 20 Sekunden. Na? Hä?
Schafft er 20 Sekunden oder? Ich habe 6 Meldungen. I need games. Join us. Warte mal. Invite? Invite? Hä? Play? Ja, ich will ja, aber ich kann nicht. Leave Queue, Leave Match. Bin ich jetzt schon in einem Match drin oder bin ich in keinem? Hier oben steht Leave Match. Achso, ich kann das aufmachen. Ah, alles klar. Okay, okay. Nochmal. So, Play Game. Matchmaking einer gegen einen. Ich würde ja lieber 2 gegen 2 machen. Das fände ich geiler, aber... Ich weiß nicht wie. So, ich mache einer gegen einen und ich mache Single Lane Map und dann mache ich mal Ready. Und dann klicke ich auf Match. Achso, das geht nicht. Toll. Okay. Ich kann nur so klicken. Das ist anders nicht möglich. Super. Danke dafür, ey. Danke dafür, danke dafür. Und 20 Sekunden sind jetzt um. Und habe ich ein Match? Nein, ich habe keins. Leute, ich höre 3 Messages. Ernsthaft? Come on. Join us. How do I join? Wie komme ich denn da rein? Ja, ich weiß 2 gegen 2. Ich weiß aber nicht, wie ich da reinkomme. Nee. Okay, Invite klicken. Ich behaupte jetzt einfach mal, das ist eine gute Idee und würde gehen. Ich kann mich natürlich nicht selber einladen, das ist klar. 2 gegen 2, das sind zu viele. Werde ich jetzt eingeladen oder nicht? Jungs, Mädels? Na gut, ich klicke auf einer gegen einen und wenn ich eingeladen werde, werde ich eingeladen. Ansonsten bleibe ich hier im Matchmaking-Queue und mache dann nur einer gegen einen. Obwohl ich natürlich mehr Bock auf 2 gegen 2 hätte. Oder 3 gegen 3 oder noch mehr. Aber brauche ich gar nicht. Ich spiele gegen Xiang. Ich bin ready. Und ich spiele gegen einen Kampfbären. Einen Armor-Bär. Bär, 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 Bär. So, wir wissen jetzt, wie es geht. Wir haben es ja gerade gelernt. Zack, und rennen direkt... Ach, guck mal, die Karte geben wir doch. Und es geht direkt los. Wenn er schlau ist, macht er das gleiche wie ich. Man weiß es nicht. Nee, er macht's... Nee. Nee, er macht's anders. Barracks. Hier hinten kommen dann die... Oh, da brauche ich 300 Gold für. Verdammte Hacke. Aber das kann ich direkt mal upgraden. Was? Der hat schon alles übernommen? Wie kann das denn sein? Wie zum Henker hat er das gemacht? Wave incoming. Es dürfte noch keine Wave da sein. Obwohl. Theoretisch. Ich habe jetzt auch eine. Da ist er. Da ist er. Verdammt, ich verliere. Ich verliere. Warum verliere ich? Warum macht er mehr Schaden als ich? Scheiße. Ich hab mich gekillt. Die Sau. Verdammte Hacke. Kann doch gar nicht sein. Okay, aber jetzt sehen wir auch mal, wie es aussieht, wenn man verliert. Jetzt bin ich wieder.
war aber jetzt nicht abgeholt. Ist irgendeine Potion, die ich mal benutzen sollte? Das kostet 400, das lasse ich mal. Das Teil kann ich einfach mal upgraden und dann benutzen wir das Ding auch nochmal. Speed up! Na, wo bleibt er? Zu ärgern reicht's. Ich brauche definitiv so ein Verteidigungsding. Langsam mal. Okay, hier auf die Lane muss auch noch eine Baracke. Viel zu viel Stress hier. Ja, ich kann hier einfach ein Defense-Ding. Ja, 320 Leute ist doch nicht so viel. Komm her. Komm schon. Und ich gebe mein ganzes Geld für das Ding aus. Das war nicht so klug. Ehrlich gesagt. Das war ehrlich gesagt gar nicht klug. 320. Habe ich meinen Alchemisten schon? Ja, habe ich. Wieso hat der bessere Viecher als ich? Kann ja gar nicht sein. Und ich muss dringend mal was tun, sonst komme ich hier nicht mehr durch. Nein! 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 Verdammte Axt! Scheiße! Okay, ich brauche Money. Und ich brauche Money. Ich brauche noch mehr Money. 120, so, perfekt. Jetzt können wir mal das Ding hier bauen. Wer ist er? Achso, der Bauarbeiter. Ist das alles ein Stress? Speed Potion. Kann man eigentlich nochmal raussuchen? Nee, raussuchen kann man nicht. Das kostet ein neues Thron-Upgrade. Oh, meine gehen ab wie Sau, wie es aussieht. Und wo ist der Typ? Ach, da hinten ist der Typ. Scheiße. Also ist der schon Level 3, hallo? Wahrscheinlich benutzt der irgendwie die Mannequin. Nein, nicht sterben. Verdammte Kacke. Fuck, ich verliere gerade total. Oh, crap. Ich lose gerade ohne Ende. Scheint doch mit Creeps upgraden zu können, wie es aussieht. Kann ich sehen, welches Level der Thron von dem hat? Level 1 schon. Ach, das Ding ist auch von dem übernommen. Ich bin ein Depp. Ich sehe das. Ich hab's gar nicht gesehen. Scheiße. Also davon kriegt man auch XP. Ich merke schon. Ohohoho, der killt mich. Scheiße. Ich verliere voll.
Ah, ich hätte auf die anderen Lane, auf der anderen Lane bauen sollen. Ah, so kann ich doch niemals gewinnen hier. Vor allem nicht, wenn noch die Viecher ankommen. Scheiße. Dammit! Ich verkack's. Hat er definitiv die bessere Taktik als ich. Na, Verteidigung habe ich jetzt genug, aber die bringt mir nichts, die Verteidigung. Also überhaupt nichts. Gerade. Scheiße, ich habe nur noch 25, ich habe jetzt eh verloren. Dammit! Verdammte Axt, verdammte Axt. Da dachte ich, ich hätte eine Chance. Und er hat nicht abgeholt. Nice. Und ich sterbe von den Creeps. Nice. Ich hab's halt voll drauf. Wieso sind die jetzt noch nicht... Nein, nicht da rein, nicht da rein, nicht da rein. Boah, jetzt wäre ich fast gestorben. Boah, das wäre es fast gewesen. Goddammit. Das ist so stressig, dieses Spiel. Warum bin ich nicht hinterher? Weiß auch keiner, ne? Was war das jetzt für ein Leck? Ich brauche dringend 400 Gold. Ganz dringend brauche ich 400 Gold. Ich bräuchte irgendeine AOE-Attacke. Sauber, Level up. Ha! Er hat die Ente gestunt. Nein, weg! Nicht genug Gold, um die zu verkaufen. Um die zu reparieren. Repair. Scheiße, ich hab schon verloren. Ach, verdammt, der ist durchgekommen. Mist, Mann. Okay, der war einfach deutlich besser als ich. 2 Kills. Boah, wie viel Damage der gemacht hat. Im Gegensatz zu mir, krass. Hat 10 Minuten das Match? Alter Falter. Und, nicht. Rang, was, Rang 13? Wieso 13? Ich wollte eigentlich mal hier Level Up mit so. Ich wollte hier Blubberfisch werden. Continue. Nee, jetzt nicht nochmal. Nicht nochmal. Ich. Boah, nicht nochmal. Nicht nochmal. Ganz ruhig, Jungs. Ganz ruhig. Immer der Ruhe nach. So. Ich habe 400. Ich kann also nichts kaufen, aber ich finde es interessant. Es gibt keinen Item Shop. Also das Spiel ist komplett free to play. Es gibt nichts, was man kaufen könnte für Geld. Ich habe nichts finden können. Und wie kann ich Rang 13 sein? Das ist Rang 0. Level 2. Aber welchen, wieso Ranking? Achso, ich bin im untersten Rank, weil das wohl alles irgendwie als, alles als Ranked Match zählt. Okay. Ich verstehe. Man kann nur, doch, man kann die kaufen. Die neuen Elementare. Aber, den hier kann man kaufen. Den sollte man eigentlich auf Level 2 kriegen. Warte, was war das jetzt? Could not start Steam Transaction. Warum nicht? Ist ja auch keine Steam Transaction. Ich will den freischalten, Junge. Nein, ich will da kein Geld für bezahlen. Ich will den Level 15, Level 5, 20 und Level 10. Ja, der sieht auch geil aus. Der sieht mega geil aus und der sieht auch interessant aus. Okay, da steht aber schon, wer das ist. Ist ja auch merkwürdig. Click here to buy the Future Hero Supporter Pack. Gain access to all heroes ever and support development. Das kostet aber wahrscheinlich auch 1000 Millionen Euro.
Tokens ohne Ende, ganz viele Alarm und blam plupp. Ja, 9 Euro. Also, wenn euch das gefällt, dann schlagt da mal zu, würde ich sagen. Das ist gar nicht so doof. Warum ich den jetzt aber hier nicht freischalten kann, frage ich mich gerade. Aber naja, gut, scheint ein Bug zu sein. Ansonsten, gut, wir machen heute den First Look mal kürzer, weil da ist, ich habe alles gesehen, mehr passiert da nicht. Also es gibt jetzt nichts, was ich noch irgendwie groß zeigen könnte. Das wäre überflüssig, da jetzt noch ein Match zu machen, um nur anzugucken, wie ich aufs Maul kriege. Deswegen mache ich jetzt mal, also was heißt ich mache jetzt mal Ende. Fazitmäßig, sehr interessante Grafik, läuft absolut flüssig, kein Ruckeln, kein gar nichts, bis auf vorhin irgendwie einen kurzen Leck, aber kann ja mal passieren bei den Servern. Ansonsten läuft das alles super. Da sehe ich kein Problem mit den verschiedenen Heroes, ist auch interessant, verschiedene Fähigkeiten, verschieden dies, verschieden das. Ist auf jeden Fall interessant gelöst, das Ganze, dass man eigentlich nur die Helden kaufen kann, wenn man schneller sein will, ansonsten die automatisch freigeschaltet werden, finde ich sehr interessant. Das heißt, im Endeffekt kann man, da die freigeschaltet werden, das komplette Spiel auch, ja, man kriegt das, kann das komplette Spiel im Prinzip für umsonst zocken. Es geht relativ schnell, wie ihr gesehen habt. So ein Match dauert jetzt nicht allzu lange, 10 Minuten oder so. Ist ein bisschen, es ist jetzt kein, es ist ein bisschen Tower Defense gemischt mit so einer Art MOBA. Also so eine Art, so ein, ja, ich denke mal im 4 gegen 4 wird's, ist es im Prinzip wie ein MOBA, nur mit upgradebaren Wellen, upgradebaren Häusern. Da gibt's gar keinen, gibt's überhaupt einen, im Prinzip ist es ein MOBA gemischt mit einem RTS. Also Real-Time Strategy. Ist ein ganz netter Ansatz. Die Idee an sich finde ich gut. Es ist aber ziemlich stressig, muss ich gerade sagen. Also du musst nicht nur gleichzeitig auf die Viecher aufpassen, du musst auch gleichzeitig auf deine Helden aufpassen und du musst 1000 Sachen auf einmal machen. Wenn das Mana, wenn zum Beispiel das Gold automatisch kommen würde, wäre das Ganze deutlich entspannter. Da ist die Frage, ob man da irgendwelche Shortcuts für dann hat hinterher. Oder so, wenn es wirklich schnell gehen muss, Minimap klicken und so, ich habe keine Ahnung. Wenn man das dann professionell, falls man es so nennen kann, spielen würde. Das hat auf jeden Fall Potenzial und ich bin mir ziemlich sicher, dass solche Spiele auch demnächst öfters noch irgendwie kommen werden. Das kann ich mir relativ gut vorstellen, auch wenn die natürlich keins von diesen Spielen den Klassenprimus oder die Klassenprimus so LOL und Dota ablösen kann, wird und soll. Aber es ist auch halt einfach ein anderes Spiel. Wie gesagt, generell, ich find's cool, macht Bock, für kurzzeitig ist es eigentlich gar nicht so doof. Ich hatte echt Schlimmeres erwartet. Es ist eigentlich ganz geil. Ich finde es gar nicht so blöd. Es gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich denke mal, mit mehreren Leuten wäre das jetzt richtig geil gewesen im 2 gegen 2 oder noch mehr. Aber ich hatte leider niemanden da, der mit mir zocken wollte. Ich denke mal, wenn man das macht jetzt einer gegen einen natürlich schon relativ viel Spaß. Aber ich glaube, 4 gegen 4 mit 3 Kollegen ist das natürlich Bombe. Ich glaube, der geht das einfach mal richtig geil ab. Und dann hast du natürlich auch Teamplay und ne, dann ist es halt dann wirklich wie ein MOBA. Weil du dann die verschiedenen, wenn du verschiedene Helden hast, die verschiedenen Fähigkeiten dann einsetzen kannst. Mit dem Armor Bear, mit dem Sword Charge, den Gegner im Stunlock halten und halt, was man halt so kennt. Ist sehr interessante Möglichkeiten, die es da gibt. Diese Ente ist super. Quack. 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 Finde ich cool, dass die keine Gesichter haben, so richtige. Sondern, dass die einfach so richtig neutral gehalten sind. Ist interessant. Na gut. Aber das ist eigentlich alles, was man zu Dethroned sagen kann. Und ladet euch das einfach mal runter. Ohne Witz. Kann man direkt, wie gesagt, über Steam. Kostet keinen Cent. Runterladen zwischendurch, wenn ihr Bock habt, mal eine Runde zocken. Wenn Dota zu lange dauert oder League of Legends zu lange dauert. Wenn EU West mal wieder down ist, dann gebt euch da einfach mal eine Runde Dethroned. Würde ich jetzt mal behaupten. Würde ich jetzt mal vorschlagen. Und das war dann soweit auch von mir. Und ich sage, dann bis nächste Woche, würde ich mal behaupten. Ne? Ist ja eigentlich, ja doch, ist ja nächste Woche. Nächste Woche Freitag, zu gewohnten Zeit auf dem gewohnten Channel. Und dann vielleicht auch wieder mit jemandem dabei. Mal gucken, wer Zeit hat. Ich frage mal rum. Ich habe noch 2, 3 Games noch offen, die ich sehr gerne mit irgendwem zocken würde. Ich habe nur gerade noch keine Möglichkeit, irgendwen zu organisieren, weil die alle im Stress sind, aber es geht wieder weiter. Nicht nur mit meinem dummen Gelaber, sondern auch mit dummen Gelaber von anderen Leuten. Von daher seid gespannt, auch mit ein paar neuen. Wir werden sehen und wir werden sehen, wir werden hören, wir werden spielen und wir werden jede Menge Spaß haben. Haha. Bis nächste Woche. Macht's gut.